Hallo ihr lieben Bares für Rares Fans. Es ist so geil. Lach doch mal. Wir kriegen das schon hin, ihr Lieben. Und jetzt hört ihr mich jetzt, mit welchem Ding ist das jetzt verbunden? Cut! Wir haben doch kein Drehbuch. Jetzt mal. Jetzt muss ich nur noch eine richtige Einstellung finden. Ich hab dich vermisst. Also die nimmt auf. Ja, das wird sehr lustig, sage ich euch. Ey, das ist schon eine Katastrophe. Ach komm jetzt mal auf, ist doch lustig. Hallo ihr lieben Bares für Rares Fans. Es ist so traumhaftes Wetter und ich habe gedacht, ich nutze die Gelegenheit mal und zeige euch mein Familienschloss. Schloss Brandenstein in Thüringen und nicht nur euch, sondern dem Julian. Moin Julian. Ja, grüß dich Fabian. Du siehst selber, ich bin als Kameramann heute unterwegs. Ja, mega, ey. Mach das aber ganz gut, sage ich dir. Ja, danke. Ich lade dich mal ein hier zu einem virtuellen Rundgang. Ja, leider liegst du ja nicht gerade um die Ecke und du weißt ja selber, wie voll unsere Terminpläne mittlerweile sind. Das ist ja schon ein Ausflug wert und das sollte man wirklich mal zeitnah machen. Aber ich freue mich, heute mal so dabei sein zu können. Guck dir das an. Ja. Du musst diese Aussicht gesehen haben. Ei. Ui, da kannst du aber weit gucken. Ja. Schön. Was war das da gegenüber von euch? Das ist auch eine Nachbarburg. Und? Die Nachbarburg, die müssen wir noch belagern. Wollte ich gerade fragen, die müssen wir übernehmen. Ja. Ziehe ich mit dem Baldi ein. Ja, absolut. Ja, ja. Das ist so geil. Ich habe jetzt beschlossen, ich ziehe hier wieder her. Ich bin ja 2011 ausgezogen. Mhm. War dann in Leipzig unterwegs und mal in Köln. Auch mal eine Zeit lang in Köln waren wir ja fast Nachbarn. Ja, das war schon cool. Ja, das war wirklich witzig. Ja. Nee, und jetzt 2020 habe ich gedacht, komme ich wieder zurück. Ja, hier ist der Eingangsbereich. Das Foyer sozusagen. Das Schloss ist nicht nur, wie man sich das vorstellt, Luxus pur, sondern auch ein Haufen Arbeit, weite Wege, man muss alles mit Feueröfen und so weiter beheizen. Und natürlich, wenn drei Leute hier oder drei Familien hier wohnen, ist auch immer ein bisschen Chaos. Ich bin jetzt hier in dem Raum, den ich mir als erstes im Schloss ausgebaut habe. Das ist praktisch das Turmzimmer. Ihr seht, hier ist noch Fachwerk verbaut. Das war total DDR-mäßig runtergeranzt. Also hier waren an den Wänden war Paneele dran. Das habe ich alles weggemacht. Mhm. Fußboden haben wir neu verlegt. Und jetzt ist das hier so ein bisschen das kleine Gästezimmer, in dem man übernachten kann. Ist echt schön geworden. Ich habe mir das ausgebaut. Ich habe hier alles gestrichen und gemacht. Und was mich total fasziniert hat, ist einfach diese Aussicht. Tja, da kannst du schon mal Bettlaken beziehen für mich. Ja. Julian, ist doch alles schon gemacht. Ah, wunderbar. Kannst du schlafen. Also ich habe hier übrigens gerade ein sehr leckeres Brötchen mit selbstgemachter Himbeermarmelade gegessen. Ach. Muss ich dir unbedingt ein Gläschen mitbringen. Aber ja. Mir ist das eh schon aufgefallen. Du hattest ja auch mal in der Sendung ein Schmuckstück, glaube ich, was du selber konzipiert hast oder selber mal designt hast. Stimmt. Und jetzt da auch bei dir oben. Also du legst schon selber Hand an und bist ein bisschen handwerklich begabt. Ich habe schon sehr viel gemacht, wenn man in so einem Schloss wohnt, das halt eben runtergekommen ist, dann kommt man nicht umhin, da Hand anzulegen. Ich habe hier ein Bild von 2007. Ja. Das ist ein echter Fabian. Ein echter Karl. Ein echter Karl. Das sind, ich weiß auch nicht mehr. Was ist das? War das? Das sind, pass auf, es ist beschrieben, Kampf. Ja, ich wollte gerade sagen, das links sah ein bisschen aus wie bei Mordor da. Ja, links, genau, der Herr der Ringe da, so ein bisschen. War auch die Zeit, glaube ich. Figuren, das sind Figuren und geometrische Konstrukte, die sich bekämpfen. Oh, geometrische Konstrukte hört sich erstmal sehr vielsagend an, du Künstler, ehrlich. Ja, man muss nur wissen, wie man es verkauft, ne? Pass auf, heute mache ich eher sowas. Ich mache hier zwischen meine Beine. Was machst du bitte? Ich klemme dich zwischen meine Beine, Julian. Ja, also Interpretationsspielraum ausgeschlossen. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, sehr gut sogar. Ja. War in der Sendung, also die Gamay war in der Sendung, ne? Ja, Bares für Rares, da lief die. Und die war ganz furchtbar in Messing gefasst. Ja. Und da habe ich mich hier angenommen, weil das wirklich eine tolle Qualität ist. Da habe ich gedacht, okay, das Ding musst du retten und machst die in 750er Weißgold und baust da oder zeichnest da einen kleinen Entwurf. Ja, für dein Gold. Das sind auch die geometrischen Formen tatsächlich aus deinen Zeichnungen wieder aufgedacht.
also ich habe ja schon ein paar Sachen von dir gesehen und das ist auf jeden Fall das einzige Schmuckstück, was ich auch kaufen würde, bislang. Das war sogar der Grundstein für eine Linie von mir. Ich möchte gern Schmuck machen. Redesigned by Fabian Karl. Ja, ich finde, vieles passt heutzutage nicht mehr in unsere Zeit und würde normalerweise wegkommen, eingeschmolzen werden oder sonst was. Und das ist mir aber zu schade. Man sollte das wertschätzen und wenn es nicht mehr in die Zeit passt, dann macht man es passend für die neue Zeit. So, die Sache ist die, was mir auffällt, die Sachen müssen heute alle eine Verwendung haben. Die Leute können nichts mehr mit Dingen anfangen, auch bei Möbeln, die rein repräsentativ ist, so ein Sekretär oder sowas. Das ist unpraktisch. Die Leute wollen was sie benutzen können, eine Kommode, eine Tour oder einen Schrank, ein Spiegel oder sowas. Sowas geht immer. Du hast übrigens, hast du über den Ohrringen jetzt noch zweite weiße Ohrringe? Sehe ich gerade, hast du die auch? Ja, hör mal, wir sind ja richtige Profis hier mit den Geräten. Geil, ne? Ja. Julian, du wirst wahrscheinlich schon erraten, wo ich hier bin, oder? Auf einer Baustelle. Auf einer Großbaustelle, ja. Das ist die Wohnung, die ich 2011 angefangen habe zu bauen. Ach, krass. Mhm. Ja, ein Raum davon. Mega. Ich weiß noch nicht so ganz, dass es Wohnung ist, aber es wird. Wie hoch sind die Decken? 360? Ja, knapp, 380. Wow, geil. Da haben wir 9 Stück dran gemacht. Das wird jetzt ein bisschen Renaissance oder Neo-Renaissance. Mhm. Oder Portale. Da kommt diese Portaltür ran. Ja, schön. Das wird, ich sehe es schon richtig vor mir. Das wird echt geil. Guck mal, das ist der zweite Raum. Das ist ein altes Theater. Schön. Ja. Theatersaal. Toll. Geil. Da, wo der Bogen ist, da kommt das Schlafzimmer hin. Ja, da ist das Theater. Ja, da ist das Theater. Weißt du, was richtig geil ist? Nee. Wenn man hier anfängt zu bauen, hier die Kindheit verbracht hat, dann stößt man unweigerlich auf Kindheitserinnerungen. Ach, geil. Weißt du, was das ist? Ein Fossil. Ja, das ist ein Trilobit. Der ist vor 500 Millionen Jahren durchs Urmeer gekrabbelt. Aber jetzt mal, zeig mir den nochmal. Der ist ja in einem fantastischen Erhaltungszustand, oder? Ja, der ist toll. Weißt du, wirklich, den super. Hat mein Vater mir... Da war ich 9 oder 10, hat er mir den geschenkt. Und damit hat meine Sammelleidenschaft angefangen für Fossilien. Immer noch ein Stückchen Kaffee. Das ist geil, wenn man hier halt wieder herkommt und dann immer mal so ein paar Stücke seiner Kindheit entdeckt und sich dann wieder zurückerinnert, wie das damals war. Das ist schon wundervoll. Ja, und das Fossil war also der Anstoß für dich, den ganzen Antiquitäten oder, hat so die Neugierde nach dem Suchen entfacht und dann bist du zum Handeln gekommen, oder wie? Ja, ich habe immer schon mich für Dinge der alten Zeit interessiert. Das fing mit Fossilien an und wurde dann natürlich durch meinen Vater noch weit gefächert in Richtung Antiquitäten. Und aber der Grundstein war die Sammelleidenschaft, denke ich, die man dadurch... Bei mir waren es Fossilien und Ausgrabungsfunde, die dadurch geweckt wurde. Und ich finde es faszinierend, dass man, also ich wollte immer Archäologe werden oder Meeresbiologe und heute bin ich Antiquitätenhändler. Man weiß einfach nicht, was das Leben bringt, oder? Ein paar wenige Objekte aus der Sendung Bares für Rares gibt es sogar hier im Schloss. Soll ich dir mal zeigen? Ich habe da eine. Ja, zeig mal. Kannst du dich bestimmt noch daran erinnern. Jetzt bin ich gespannt. Julian! Ja. Bist du noch da? Oder bist du? Ich bin da. Ich folge dir gespannt. Julian, kennst du diese Figur noch? Auf jeden Fall. Die ist aus einer der ersten Abendsendungen, ne? Richtig. Da war ich der Unterbieter. Du hast Ja, ich wollte sie auch haben. Ist eine knaller Figur gewesen. Ich meine, so aus dem 16., 17. Jahrhundert war die Spitzenobjekt. Lanzenträger. Ach, kein Lachmesser. Nee, der stand vorm Kreuz, vom Heiligen Kreuz Jesu Christi und hat Jesus bewacht. Und hat meinen Vater gesehen, weißt du, ich habe den ins Auto geladen, dann damals in der Primetime-Sendung, bin aufs Schloss gefahren, wollte dies eigentlich bei mir in Leipzig ausladen. Mhm. Mein Vater guckt ins Auto und sagt, geil, ich weiß genau den richtigen Platz, der wird unser Treppenhaus bewachen. Ja. Und das steht er momentan hier. Ja, geil. Nee, sieht wirklich super da aus und der ist ja fast so groß wie du. Ich erinnere mich, der stand da auf dem Podest, da war der sogar größer als wir beide. Steht hier. Der steht ja noch so auf dem Protest. Ja, ja, ich war da der Unterbieter. Sei dir gegönnt. Ja. Ja. Ja, Julian. Nein, der macht da echt eine gute Figur. Ich muss mich da mal bei Gelegenheit selbst von überzeugen. Ich sehe das schon. Ja. Tja, mein Lieber, wir sind am Ende. Oh. Mehr habe ich jetzt nicht vorbereitet. Ja, aber hör mal, das hat mir jetzt auch erstmal fürs Erste gereicht. Und vor allen Dingen hat es mir gereicht, mich mal davon selbst bei Gelegenheit zu überzeugen.
Und ja, dann werde ich mir mal genau angucken, wie weit du da bei dir oben in deiner Wohnung beim nächsten Mal vorangekommen bist, mein Lieber. Ja, wenn du dann in 2 Jahren kommst, dann sind wir bestimmt fertig. Na, vielleicht ein bisschen eher. Aber wirklich vielen Dank für die Führung, hast du super gemacht. Und falls das mit dem Antiquitätenjob irgendwann vorbei sein sollte, du hast heute absolute Führungsqualitäten an der Kamera bewiesen. Da werde ich Kamera. Ja? Hey, wirst du Kameramann. Mein Lieber, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder, ja? Jawohl, so machen wir das. Mach's gut. Pass auf dich auf. Ciao. Schön, dass ihr mir nach Hause gefolgt seid. Wenn ihr mehr sehen wollt, hier gibt es auf jeden Fall noch ganz viel Videomaterial. Ihr könnt natürlich auch den Kanal abonnieren für alles, was da kommt. Und schreibt uns in die Kommentare, wie euch diese spezielle Folge gefallen hat. Vielleicht kommt da noch mehr. Bis bald. Ciao.